Okay, Affe, hör zu. Wenn du deinen Job nicht tust, dann ist dieser weibliche Affe so gut wie tot. Tu, was du. Tu, wozu du befohlen wirst. Und du wirst eine schöne, nette Zusammenkunft später haben. Verstanden? Ihr beide. Also du und dieser weibliche Affe könnte tot sein, wenn ihr nicht aufpasst. Psst. Nun, wie gefällt's dir? Das Ding das schöne Teil um deinen Hals ist kein tolles Halsband. Es ist so fortschrittlich, dass selbst wenn du bis zum Ende der Wüste rennst, ich dich immer noch damit erwischen kann. Come to think of it. Also wenn es dazu kommt, dafür hast du dich überhaupt, hast du das auch Namen, oder? Du brauchst von jetzt an einen. Ich hoffe, du hast einen süßen. A monkey will endure anything for his girlfriend. Salsa. Salsa! Salsa, der Affe. Okay, dummer Affe, Salsa. Ich sag das nur einmal, also hör gut zu. Wenn du diesen kleinen Trip mit mir genießen willst, erinnere dich, behalte bloß die beiden Dinge. Du und ich, wir sind Freunde. Versuch nicht, von mir wegzulaufen. Bin nämlich immer nett und freundlich. Hast du es verstanden? Ja, guter Junge. Die zweite Sache ist, verweigere niemals meine Befehle. Wenn ich sage tanze, tanzt du. Wenn ich sage lache, lachst du. Es ist einfach. Verstanden? Ja. Tu, was ich sage, und wir werden beide hier ohne irgendwelche schweren, without any hard feelings, ohne große Gefühle hier rauskommen. Oh. Was für ein seltsamer Blick in deinen Augen. Tanze. Yeah, ich hab gedanced. Das ist so ein dummer Affentanz. Das ist nur. Dass sogar das Zuschauen peinlich ist. Versuch einen anderen Tanz. Yeah. Cooler Tanz. Guter Junge, lache. Backflip. Guter Junge, guter Job. Keine Zweifel, dass wir jetzt also ein Performance-Duo durchgehen werden. Psst. Nee, hier, du bleibst hier. Was ein Arsch. Ja, mach deinen Hitlergruß und verpiss dich. Ja, du trittst dich nochmal um, du Wichser. Kriegst alles wieder. Irgendwann, wenn ich Freunde habe. Dann komm ich, schlag dich K.O. Schweinesohn, ey. Deine Mutter war ein Schwein, dein Vater war ein Müllhaufen. Hey, du dummer Affe! Du darfst nur weinen, wenn ich es dir befehle. Nicht von selbst weinen. Es ist Bestrafungszeit. Lass das! Hey, hör auf zu schlafen bei deinem Job. Okay, pass auf, hör zu. Im Westen ist ein weißes, rundes Gebäude. Dahin gehen wir. Du nimmst Fassad mit dir. Du musst Fassad mitnehmen. Okay, der hat gesehen, was mir angetan wurde. Und tut's mir leid. Ein Mistkäfer. Will meine Back Attack hinbekommen, oder? Ja. Ja, und der komische Typ, der greift auch immer mit an. Und das tut sehr weh. Denn er macht richtig viel Damage. Was geht's denn hier? Yes, wir trinken mal ein bisschen was.
Ah, okay, das hält uns. Okay, ja, hier können wir trinken und dann sind wir geheilt. Und wieder ein Back-Attack. Haben wir eigentlich Skills? Monkey Tricks. Apologize, make love monkey. Okay, apologize und mach das. Ja, danke, Fassad. Arsch. Ich wollte gerade was testen. Yeah, wir haben Dung bekommen. Beef Jerky. Yeah, der freut sich. Für den Dung. Und wir bekommen 5 Erfahrungspunkte. Für jeden Dung, den wir ihm geben. Lohnt sich jetzt nicht wirklich allzu sehr. Ja, komm, kämpfen wir mal gegen dich. Sand Lizard. Okay, mal apologize. Okay, unsere Gefühle gehen da nicht durch. Boom. Make love. Ein Backflip. Yeah, der applaudiert uns und es kann nicht angreifen. Kriegt deswegen voll auf die 12. Ja, wir sind schon Level 3. Wir bekommen Nussbrot. Dann greifen wir wieder so ein Viech an. Boah, 3 im Smash. Und wir bekommen wieder Dung. Dung. Das war keine Back Attack, schade. Ja, das war's dann auch von den Gegner. Und wir bekommen wieder Dung. Nussbrot erhalten. Okay. Ach, hier sind noch mehr Mistkäfer. Und ein Lizard. Dann machen wir mal Monkey Mimik. Der hat den Käfer gefressen. Wie doof ist das denn? Jetzt haben wir nur für einen Gegner Erfahrung bekommen. Ja, also diese Käfer sind jetzt nicht allzu stark. Die sind schon auf Level 4 und hoffentlich bekommen wir... Ne, wir bekommen keinen Dung. Vor allem, weil Fassad eigentlich immer alles mit einem Schlag besiegt. You won. Dann geben wir unseren Dung wieder ab. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es riecht ein bisschen nach Dung, aber okay. Theoretisch könnte ich jetzt hier so viel leveln, wie ich wollte, wahrscheinlich. Aber das ist jetzt ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Gut, kämpfen wir nochmal gegen dich. Und der Lizard greift uns an. Tja, also ich weiß nicht, was das für Skills, was die Skills jetzt mir alles bringen. Okay, Fassas von Arsch, ja, aber immerhin nützen uns seine Angriffe. Was bist du? Ich würde sagen, du siehst aus wie was Geglitschtes. Wie soll das sein? Sarah, Sarah, Sahara. Tanz mal. Yeah. Okay, Speed ist runter. Bring ihn zum Lachen. Dann applaudiert er uns und kann nicht angreifen, okay. Okay, dann weiß ich schon mal, was Lachen und Tanzen macht. Und wir bekommen Käferspray, okay. Was ist mit dir los? Guck
Cool, also es gibt Frösche in Afrika, die in der Wüste existieren. Huch! The Great Antelope blocked the way. Ja, dann machen wir mal Monkey Mimik. Wie ist ihm ausgewichen? Okay, garden wir einfach mal. Dann machen wir Apologize. Okay, wir sind nicht bis zum Herzen durchgekommen. Ist egal, er ist besiegt. Das ist das Wichtigste. Er ist besiegt. Und wir bekommen Flair Charm. Okay, jetzt können wir speichern. Und wir verwenden Flair Charm einfach mal. Nein, Flair Charm ist beim Body. So. Dann rennen wir hier immer wieder lang. Und wir bekommen eine Running Bomb. Und ein Mistkäfer greift uns an. Und der Mistkäfer ist besiegt. So, Aquarius Bracelet. Use. Kann ich nicht usen, ich kann es nur equippen. Da wollen wir rein. Hör zu, Affe. Das ist ein Kaktuswolf, das gemeinste Tier in der Wüste. Also nicht Fassad, ne? Aber wir können hier rein, wenn wir gegen ihn kämpfen. Also besieg ihn. Verlierst du und ich werde eine extra Bestrafung für dich mir ausdenken. Okay, dann kämpfen wir halt. Dann mach erstmal also mies, Dance. Yeah, yeah, yeah. Okay, meine Defense ist plus 3. Fassad greift an. Oh, und ich muss mal kurz pausieren. Sollen wir mal gucken, dass wir diesen Gegner besiegen kriegen. Monkey Mimik, make love. Hm, bringen wir dich mal zum Lachen. Verdammt, das funktioniert nicht. Und er beißt. Na, aber wenigstens macht Fassad ja ganz viel Ärger. Okay, Offensive erhöht. Ja. Wir essen mal Beef Jerky. Wir machen einen ganzen Damage. Nussbrot. Boah, warum schlägst du uns die ganze Zeit? Hier, friss eine Running Bomb. Ah, 130. Nussbrot. Boah, hör auf mit deinem scheiß Kaktus-Headbutt. Ich geb dir gleich einen Kaktus-Headbutt. Noch eine Running Bomb. Da ist er down. So, wir sind nun Level 7. Und wir bekommen Beef Jerky. Gut, dann sollen wir hier wohl reingehen, ne? Geh rein! Was ist das hier? Was das hier ist, erfahren wir im nächsten Part. Ja, perfekter Cliffhanger. Bis dahin und ciao, ciao.